Hallo Leute, hier ist der nächste Beitrag zum Thema Ex-THW-Helfer. Heute gehe ich nochmal die Schreiben durch, die ich hier schon mal angesprochen habe in einem anderen Beitrag. Da habe ich noch etliche Anfragen gehabt, wie es da überhaupt dazu kommen hat können. Und genau dieses gehen wir jetzt heute mal an, wie man mich da getäuscht hat, damit sich dann der THW-Ortsverband aus der Affäre ziehen kann, und hat dann mir hier kräftig quasi Probleme bereitet. Nur weil irgendeiner gedacht hat, er muss hier sich profilieren und muss meinen, er muss es schlichten, aber nicht mir helfen. Ne? Also wer im THW hilft, ist oft der Dumme am Ende. Ja, so ist es halt. Heute gehen wir mal die ganze Scheiße durch, die mir das THW eingetrichtert hat. Und die schauen wir uns jetzt mal persönlich schwarz auf weiß an. Und da sind die ganzen Querulanten, die hier vom THW andauernd auf mich schießen, in Kommentaren. Macht euch selber mal ein Bild davon, wie diese Ortsbeauftragten handeln und auch diese Landesbeauftragten handeln. Das ist eine richtige Schweinerei. Das ist jetzt dieses erste Schreiben hier nach der Beschwerde, die ich gemacht habe. Da haben wir es auch schon, wo halt das THW sich jetzt beklagt, dass ich mich beklage, und die Vorkommnisse, die sie hier angesprochen sind, also weichen ganz schön hier von der eigentlichen Thematik ab. Der Ortsbeauftragte hat mir eine Woche zuvor erlaubt, aufgrund meines langen Arbeitstages hier persönlich auf dieses Peter und Pauls Fest zu fahren, da ich mit dem normalen Mannschaft, kann man sagen, nicht mitfahren habe können. Ja, das ist halt die ganze Scheiße hier, wie man sie halt so sieht, ne? Jetzt könnt ihr euch ja mal das durchlesen hier. Ja. Und dann hier bezüglich des Urheberrechts, wo sie mich ja wirklich jahrelang gelöchert haben. Ich soll nicht zur Polizei gehen, gar nichts. Die Geschichte ist später mal noch ganz ausgeartet, einige Jahre später. Ja, wenn man sich vom THW voll labern lässt, dann hat man die halt richtig an der Arschbacke kleben. Und dann hier eine ganz große Schweinerei. Hier dieser Satz: ich habe hier Material besorgt, also Farbe und so weiter, um Sachen zu streichen in Blau und drum und dran. Und da hat mir der THW-Ortsbeauftragte mitgeteilt, ich bekomme das Ganze ersetzt. Ich habe bis heute keinen einzigen Cent davon gesehen. Ja. Eieiei. Und dann, das geschah ja freiwillig. Ne? Hier, freiwillig. Ne? Ja. Und dann immer wieder diese Negativkommentare über aktive Helfer. Ich würde hier wirres Zeug labern. Na, guckt euch doch mal den Scheiß hier an. Wenn man da hier mit Spendequittung und drum und dran arbeitet. Ne? Die lügen doch, wie gedruckt. Ja, ist schon eine ziemliche schmutzige Geschichte, haben mir schon ein paar Leute gesagt. Und heute gehen wir mal ein bisschen intensiver auf diese Thematik ein. Und ich nehme euch jetzt nur noch mal mit in dieses Wirrwarr an Aussagen und drum und dran, was sich hier wirklich nach dieser angeblichen Nichtkündigung und Dochkündigung dann auf mich zukam. Dann nehme ich jetzt euch mit. Dranbleiben. Hier eine Kopie: der Landesbeauftragte für Baden-Württemberg. Ich hab die Namen jetzt hier unkenntlich gemacht, dass hier keiner kommt und sagt, ja, ich hätte hier irgendwas über den gesagt. Okay, auf jeden Fall die Beschwerde über den Ortsverband, und dann wollte ich ja den THW Waghäusl wechseln. Das hat man mir aber dann richtig madig gemacht und schlecht gemacht. Der damalige Ortsbeauftragte hat dann noch eine üble Nachrede über mich hier verbreitet. Das war eine Riesenschweinerei.
Also dann immer wieder diese mündlichen Aussagen von THW-Helfern und Beauftragten, ich soll bitte nichts machen. Ich habe auch nichts gemacht. Und dann kam dieser ganze Unsinn hier zustande. Ja. Hier diese Kündigungsmöglichkeiten und. Normal. Ja. Ja, da haben wir auch jetzt hier drin, also da geht die Kündigung. Ich wollte ja weg vom THW Waaghäusl, weil die so furchtbar dann zu mir waren. Der hat dann alles gemacht, um mich dann hier noch in irgendwelche Gespräche zu verwickeln, mündlich und die ganzen Sachen, die ich dann hier so mit denen mündlich gesprochen habe, sind mir dann ganz, ganz negativ ausgelegt worden. Ja, also keine schöne Sache. Ja, auf diese Kündigung gehe ich nochmal drauf ein. Die habe ich bekommen. Ein Jahr später, nachdem ich dann, also ja, man hat mich ja dann zum Student des Jahres ausgezeichnet in Deutschland und die Pressearbeit darin, hat man mich gebeten, nichts über die Vorkommnisse im THW zu sagen. Gut, ich habe es halt dann gemacht und habe den Landesbeauftragten geglaubt, dass die mir dann helfen. War natürlich alles gelogen. Und da nehme ich jetzt euch nochmal mit auf andere Schreiben, die ich jetzt noch hier vorliegen habe. Und die schauen wir uns jetzt mal an, wie das THW dann umgeht, wenn dann ein Helfer vom Ortsbeauftragten verarscht wurde. Und die Scheiße ist ganz einfach die, man hat keine Möglichkeit, irgendwas richtig zu stellen. Die haben mich gebeten, ich soll ruhig sein und wenn die ganze Arbeit zu Ende ist, gibt es ein persönliches, klärendes Gespräch. Ich habe bis heute keinen einzigen von diesen Beauftragten hier persönlich gesprochen. Also eine riesen Schweinerei. So, hier jetzt nochmal dieses Schreiben hier zu diesem Urheberrecht, das man mir hier dann hier abgesprochen hat. Ich habe hier privat, also als Privatperson außerhalb von THW-Aktivitäten Bilder gemacht für eine Veranstaltung. Da war, glaube ich, 40-jähriges Bestehen von dem Ortsverband. Und da habe ich dann in Ausübung meiner journalistischen Tätigkeit Bilder gemacht. Die hat man dann einem anderen verschenkt, ohne meine Zustimmung. Und der hat dann noch Kohle abkassiert hier von der Regionalpresse. Ich habe kein Geld gesehen, aber der andere Schreiberling hat hier dann schön hier Geld gesehen. Also ich bin extrem geschädigt worden. Guckt es euch selber an. Ich glaube, diese Zeilen sprechen für sich. Also eine richtige Schweinerei. Und jetzt zeige ich euch mal ein Schreiben. Da geht es um die ganze Falschheit von denen im THW. Wie die dann hier quasi agieren und alles verdrehen, nur dass sie dann gut dastehen. Ich habe es hier aus dem Jahre 2013 ein Schreiben. Hier, ich habe ja noch eine Hilfsorganisation über die evangelische Kirche. Da verschenke man Autos. Und ich habe ja auch im THW Waaghäusl ein Auto gespendet, natürlich bitter bereut. Und dieses Schreiben, da unterstellt man mir eine Markenrechtsverletzung. Hier gab es im Archiv der Regionalpresse noch ein Foto von mir, wo ich ein Fahrzeug fürs THW gerichtet habe. Und das hat man mir dann ganz übel zur Last gelegt und hat mich dann hier mit juristischen Schritten bedroht. Ich zeig's euch. So, da haben wir es ja schon, ne? Da ist dieses Schreiben. Da hat man mir jetzt hier Tragen von Dienstkleidung in der Öffentlichkeit unterstellt und hat man mir eine Markenrechtsverletzung ausgelegt. Gut, solche ja, Leute wie im THW, denen kann man nicht trauen. Die sind ein bisschen falsch, habe ich den Eindruck. Die machen immer wieder, was sie wollen. Und dann hier diese Begründung, wo sie mir dann beim Wiederholungsfall strafrechtliche Konsequenzen angemahnt haben oder mitgeteilt haben. Ja, schaut es euch an. Es ist eine riesen Schweinerei. So,
Das war diese Schreiben. Da kam aber nochmal eins. Auf diese Schreiben gab es dann eine Verdachtsanzeige gegen mich wegen Markenrechtsverletzung und dem, den zwei Buchstaben unter anderem, also die Abkürzung UA. Und da hat man mir dann quasi, hat mich dann der Polizeimitarbeiter oder der Polizist hier extrem übelst behandelt und hat mir eine Falschaussage ausgelegt. So. Und darauf gehe ich auch nochmal drauf ein, in späteren Beiträgen. Dieser Polizeibeamte hat dann mehrere Dienstaufsichtsbeschwerden von mir bekommen, Strafanzeigen und noch die Forderung einer sogenannten Beförderungssperre. So, das Ding ist extrem ausgeufert. Nach dem Schreiben, was ich euch jetzt gleich zeige, ging es dann richtig hoch. Und dann einige Monate später, nachdem dann der Rechtsfall anständig bearbeitet wurde, hat sich der Polizeichef persönlich für die Scheiße entschuldigen müssen, was das THW veranstaltet hat. Und ich zitiere wörtlich mündlich von diesem Polizisten, die ganze Scheiße, die da abgelaufen ist, das hat der wörtlich zu mir gesagt, das hätte alles nicht so passieren dürfen. Ja. Die Polizei hat es dann soweit gemacht und der Polizist, der dann hier diese Vernehmung gemacht hat, der wurde dann noch vom Dienstgrad heruntergestuft am Ende. Also ich habe dann gegen mich selber noch eine Verdachtsanzeige wegen Falschaussage oder kann man sagen, eine Anzeige wegen Falschaussage gegen mich selbst gemacht, eine Selbstanzeige. Und daraufhin ist dann das ganze Ding ins Rolle gekommen, also Bombengeschichte. Und diese Dokumente von Staatsanwaltschaft und Polizei, die zeige ich euch mal in den nächsten Beiträgen. Das wird dann richtig interessant, wie dann die Justiz, kann man sagen, diese Probleme behandelt im THW. Interessant, muss man lassen, passt ja in mein Feld, in die Psychologie zur Untersuchung von psychosozialen Problemen in der Gesellschaft. Also immer dranbleiben hier. Es ist interessant und den Kanal bei mir ruhig abonnieren. Ihr lernt was draus. Euch passiert diese Scheiße nicht, wenn ihr das hier euch anschaut. Ja? Und jetzt zeige ich euch ein Schreiben. Kündigung im THW, Kündigungsgrund, sonstiges und Ortsverbandwechsel. Da hat er immer wieder Probleme gegeben. Man muss erst selber kündigen, habe ich ja nicht gemacht. Ne? Und die Ortsbeauftragten untereinander, die glauben sich ja auch alle gegenseitig. Da lügt ja, die geben ja nur die Wahrheit weiter. Ne? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe hier drei Schreiben vorliegen aus dem Jahre 2013. Dieses besagte, wo dann hier der Startschuss war für diese riesige Strafanzeigenwelle gegen die Polizei und so weiter. Und da nehme ich jetzt euch mit. So, da haben wir hier das Schreiben. Hier, letztmalige Beantwortung Ihrer Fragen. Ja, also guckt euch an. Es ist eine riesige Sauerei, was man da abkriegt, wenn man ehrenamtlich hilft in dem Laden. Und angebliche Urheberrechtsverletzung. Ich habe mit dem anderen Schreiberling persönlich schon gesprochen. Der hat gesagt, ihn haben sie auch anständig verarscht. Ja, aber mündlich hat er mal das gesagt. Ne? Was er dann natürlich schriftlich macht, das weiß ich nicht. So, dann ging es da weiter hier oben. Angebliches Missverständnis. Handelt es sich unsererseits einzig und allein um die Frage Ihrer Dienstkleidung, deren gewünschten Angaben bei dem damals angestrebten OV-Wechsel Ihrerseits. Wieder Missverständnis ausgelegt. Also wirklich, wie kann man so link sein wie die? Echt? Also nee, da fällt mir nichts mehr ein,
was da diese Ortsbeauftragten sich da antun oder sich dem Helfer antun. Und hier, das da, das ist die größte Scheiße. Hier, dieses Ding, ihre Kündigung. Hier hat man ja mit mir gesprochen, ich soll bitte freiwillig kündigen, dann Klamotten abgeben etc. Habe ich nicht gemacht. Dann hat man mir hier zu Last gelegt. Ich wäre ja sowieso freiwillig gegangen. Das stimmt ja gar nicht. Ich wollte ja unbedingt wechseln in einen anderen Ortsverband und da einfach in Ruhe weitermachen. War natürlich auch gelogen, weil ja die Ortsbeauftragten sich ja untereinander absprechen. So, ja. Und dann hier dieser Satz hier, Sonstiges. Der hat mich tatsächlich gekündigt mit der Begründung, Kündigungsgrund, Sonstiges. Ach, das ist doch, also sowas Widerliches habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also das geht mir wirklich, da geht mir wirklich die Galle hoch, wenn ich so eine Scheiße hier lesen muss. Ne? Ja, und dann geht es da weiter, eine Kopie des Schreibens geht an die Leitung sämtlicher Landesverbände, die in jüngster Zeit auch angeschrieben haben, so dass sie auch von dort künftig keine Antworten mehr haben. Ja? Also man kann nicht wechseln. Und dann, ich habe mich ja dann auf die Suche gemacht hier nach anderen Geschädigten und habe es dann denen zugeschickt in der Geschäftsstelle und den Landesbeauftragten, dass das nicht so ganz sauber abläuft da intern vom THW. Dann wollte man da auch wieder juristisch gegen mich vorgehen. Und dann geht's weiter. Jetzt kommen wir zum Ende hier mit der ganzen Soße hier. Und sie beantworten dann auch keinerlei Fragen mehr in Zukunft und wollen gegen mich juristisch vorgehen. Nun, wir sind jetzt knapp 9 Jahre später und etliche Erfahrungen reicher. Ja, heute bin ich Ex-THW-Helfer und berate andere Leute, vor allem im THW, wenn es zu Problemen kommt. Wie verhalte ich mich? Also Verhalten, Schnauze halte, Maul halte, nichts mache. Die sind ganz link. Also link in der Hinsicht, dass sie richtig dir die Worte im Mund verdrehen können. Die haben eine Zweideutigkeit, wie die reden mit dir. Und da fällt man, wenn man unerfahren ist, richtig drauf rein. Und ja, ihr habt es gesehen, wie die vorgehen. Ihr habt auch die anderen Beiträge schon gesehen. Also es ist und bleibt eine schmutzige Geschichte. Und im nächsten Beitrag gehen wir mal auf die Schreiben ein. Die habe ich jetzt noch nicht veröffentlicht, weil da noch bis vor ein paar Monaten noch Verfahren mit der Staatsanwaltschaft in Absprache, die sind schon ganz genervt gewesen, gelaufen sind. Gibt es etliche Aktenzeichen an der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Bruchsal zu dem Fall. Und das schauen wir uns dann mal an, wie diese Straftaten dann gegen das THW von unserer Justiz behandelt wurden. Ja, ist eine interessante Sache. Ich habe da noch einen Satz in Erinnerung. Hat der Staatsanwalt mir was zugeschickt wegen der Einmaligkeit der Sache, Verfahrenseinstellung und solche Dinge. Und ganz wichtig, einfach dranbleiben hier, guckt euch an. Es ist interessant, wie unsere Gesellschaft hier vor allem im Ehrenamt mit uns umgeht. Und dann am Ende, wenn der Helfer Hilfe braucht, steht er völlig alleine da und wird dann noch schlecht geredet bei anderen Ortsverbänden, dass er dann nirgends mehr wo anfangen kann. Ja, Also Leute, ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Macht mir einen Daumen nach oben und die ganzen aktiven THW-Helfer einen Daumen nach unten, ja? Was ihr dann sowieso macht. Und ja, seid froh, ihr aktiven Helfer, dass sie euch nicht so über den Tisch gezogen haben. Und macht auch nicht so viel im THW, es dankt euch am Ende eh keiner. Es seht ihr an mir. Ne? Dann bis zum nächsten Mal und dann immer anständig bleiben und aufpassen und den Kanal gucken fürs Ehrenamt. Dann passiert euch nichts, ihr seid erfahrener
nach diesem Beitrag. Ne? Auch wenn hier ein paar aktive THW-Helfer, ich habe es mit jemandem gesprochen hier vom THW Dettenheim, der war hier ziemlich sauer und hat hier rumgepinst, ich würde hier wirres Zeug labern. Ja, ich habe gesagt, komm, vorbei, wir klären das. Dann sagt er, ja, er kommt. Und bis heute habe ich nichts von diesem Wicht gesehen. Ja, hat anscheinend die Hosen voll. Ja, so ist es halt. Ne? Dann dranbleiben, aufpassen und immer auf den Kanal gucken. Hier sind halt ein paar gute Beiträge dabei. Ja, bis dann.